passt logisch. Du wirst klein werden. Haben wir jetzt andere Kleidung an? Wir haben jetzt andere Kleidung an. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, weiter geht's bei Alice Madness Returns. Ja. Okay, ich weiß nicht, war das letztes Mal noch in der letzten Folge drin? Kann sein, kann auch nicht sein. Ich musste bis hierher neu spielen, denn der Checkpoint war ein bisschen weiter hinten, als ich gedacht habe. Jedenfalls, das ist eine neue Aufnahmesession und ich musste wieder den Fenstermodus neu aktivieren. Wie das funktioniert, habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Falls ihr das Spiel auch aufnehmen wollt, müsst ihr es unbedingt den Fenstermodus aufnehmen, weil ansonsten geht es gar nicht. Habt ihr nur das halbe Bild und so, weil es halt schon ein bisschen für eine ältere Engine gebaut ist. Ja. Und, was noch? Genau. Ich habe mal, das Anti-Aliasing jetzt deaktiviert. Und ich hoffe, es laggt zwar schon wieder ein bisschen, dass die Kämpfe jetzt nicht mehr so stark laggen. Ich weiß auch nicht, wie es auf YouTube aussieht. Jedenfalls, ist jetzt ein bisschen geschmeidiger. Auch die Schatten habe ich, die dynamischen Schatten habe ich deaktiviert, obwohl man sieht trotzdem einen Schatten, wenn sie springt. Ja. So wie dazu. Geschirrer! Komm her, wenn du dich traust, du Geschirr. Oh. Ups. Bis jetzt ist noch nicht so viel Gegenwehr. Alter. Noch ein bisschen Pfeffer. Frisst Pfeffer. Nice. Oh, jetzt kommt der einer mit dem Schild. Den kann ich bestimmt nicht pfeffern. Was steht da? Alice kann feindliche Attacken ausweichen. Ja, toll. Dankeschön. Achso, mit R. Ne, mit RB. Ah, hier, ja. Ach, den muss ich ausweichen. Dann volle Salve hier. Bam, 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 bam. Ach. Da hat man ja richtig schön viel Zeit. Das finde ich gut. Liegt wahrscheinlich am Schwierigkeitsgrad, weil ich ja hier nur auf Normal spiele. Aber doch, doch. Sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, dann werden wir ja weiter durch die Geschirrwelt uns ballern. Bam, 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 bam. Alter, alter, alter. Also das mit dem automatischen Zielen, das habe ich noch nicht so ganz raus. Wie das funktioniert. Jetzt habe ich wieder ein Geräusch gehört, obwohl es gar nicht passt, weil der Gegner viel zu weit hinten war. Frag mich, ob ich auch kurz klein werden auch. Hallo, zieh doch. So. Ach ja, hier war Dodgen, ne? Zack, zack, zack. Ah, das mit den Dodgen, das werde ich schon noch geregelt kriegen. Gut, niemals die Deckung fallen lassen, Jungs. So, seid kurz was trinken. Hoppla, die Cutscene war kürzer als gedacht. Mit den Blumen. Da kann man klein werden, ne? Dann kriegt man was. Denke ich halt. Ja. Frag mich, ob die zum Schutz da sind, ob man sich da drin ausruhen kann. Irgendwie. Left Trigger. Ah, das ist die Taste hier. Aha. Ah, da sitzt so ein Geschirrler, sitzt in einem Roboter drin. Das wird wahrscheinlich dann ein Forscher auf den nächsten Gegner sein. Schirrler ist auch witzig, oder? Ah, was ist da? Der Hutmacher ist da drüben. Okay. Der verrückte Hutmacher, ja, auf den freue ich mich schon. Denn der war ja schon von Haus aus, also an sich ist der ja schon verrückt. Sagt ja auch der Name.
bin ich mal gespannt, was die Verrücktheit von Alice mit dem verrückten Hutmacher macht. Vielleicht ist er der einzige Normale im ganzen Wunderland dann. Aber wir werden sehen. So, wie geht's jetzt weiter hier? Ich habe zu viel gelabert. Ah, da. Da geht's rauf. Zack. Zack, zack. Kann ich hier noch irgendwas? Nein. Da gibt's noch so Töpfe. Verwirrt und keinen Schimmer. Wohin? Versuche es mit Schrumpfen, wenn du vielleicht. Ah, okay. Sorry Leute, wenn ich nicht immer alles lese. Ich fresse das meistens so in mich rein, die Texte. Ich lese die meistens nur für mich selbst. Bin ich so der Vorleser. Aber ihr könnt ja alle lesen, also denke ich zumindest. Also hier könnte man rüber. Kann man, solange man klein ist, da drüber gehen? Nicht, dass mich jetzt hier runterhaut. Oh ja. Nice. Aber, bevor wir das machen, gehen wir hier rein. Scheint es ja ein Secret zu geben. Was wohl mit den Geschirrlern passiert ist? Dass die alle aus ihren Häusern oder aus ihrer Stadt geflohen sind, weil das scheint ja hier irgendwie die Häuser zu sein von denen. Der Wahnsinn allein kann sie ja nicht vertrieben haben, also muss da noch irgendwas Größeres lauern. Oh, boah, das hatte ich ganz fast vergessen. Aber was passiert, wenn ich jetzt groß werde? Aha, aber man sieht es einfach nur nicht, aber es ist da. Okay, das ist interessant. Gut, dann genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus, aber ich vertraue Mr. Dickens. Kann man hier vielleicht über die Levelbegrenzung rauf? Ne, das haben sie schon gemacht, ne? Hier vielleicht? Naja. Ein Versuch war's wert. Oh, Schweineschnäuzchen. Schnäuzchen. Hallo, wieder Ziel. Aber wir brauchen dringend mehr, wie sagt man, Überhitzungszeit für die Schnäuzele. Ach, cool. Da geht's gleich weiter. Ja, hier ist noch... wieder was Böses drin. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Schleichender Verfall oder kriechender Verfall. Irgendwas. Auf jeden Fall ein Verfall. Verfalle. Yo, was gibt's hier? Hier kann man bestimmt die Bahn rufen mit dem. Ja. Es steigt die automatisch in die Bahn. Ich wollte noch da hinten. Nein. Also ich hoffe, man kann noch mal zurück, denn ich wollte da hinten über das, über den Pilz. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall. Es geht um Wann. Und nun halte ein und den Mund, wie du zu sagen. Typisch. Also ich schätze mal, mit der Seilbahn können wir nicht mehr zurückfahren. Erinnert mich übrigens sehr stark an Bioshock gerade. Das Ganze. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind.
Luftströme. Ja, dachte ich mir schon, dass man da vielleicht sich hochpusten lassen kann, ja. Irgendwie fast logisch. Du wirst klein werden. Haben wir jetzt andere Kleidung an? Wir haben jetzt andere Kleidung an. Wieso? Wieso haben wir andere Kleidung an? Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ja, das ist einfach mal der Ton aus. Strange. Gutmachers Domäne. Vielleicht haben wir in jeder Domäne vielleicht ein bisschen andere Kleidung. Ich weiß nicht, oder... Oder habe ich die irgendwie gewechselt? Nee, ich habe ja nichts gemacht, ne? Drum. Gehen wir mal davon aus, dass es... Oh, wow, wow, wow. Lag. Wow, wow, wow. Stirb. Friss Pfeffer. Gehen wir mal davon aus, dass ich das nicht war. Aha, da hinten ist eine Plattform. Jack. Ah, die bewegt sich. Das ist ja nice. Oh, wow, 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 Leute. Leute von heute. Alter. Also wo bringt die mich hin? Nur hier zu der Plattform zurück? Oder wie? Ach, das ist Schnäuzchen. Ein Schweinchen. Aktivieren. Sehr gut. Aha, jetzt kriegen wir Dampf. Machen wir mal Dampf. Ja. Oh. Oh, yeah, 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 yeah. Okay. Hier geht's hier noch irgendwie rein. Kann man die Kiste zerschlagen? Jawohl. Also die Kisten sind zerstörbar. Und da sind wir jetzt wieder am Anfang. Okay, war es einmal die Runde. Plus minus ein Schweineschnäuzchen. Ich hoffe, das bringt immer noch was, dass man halt nicht nur Levelabschnitte freischaltet, sondern auch Belohnungen bekommt weiterhin. So, wie komme ich zu der Pflanze? Wäre ich auch gern. Ja. Nice, perfekt. Ach, hier wäre, ja, hier wäre ein Absprungplatz. Da habe ich es falsch gemacht, aber ist okay. Bringen wir mal hier rüber. Oh, da warten sie schon wieder. Hey, Jungs. Au. Ja, genau. Dann halt auf die altmodische Art. So. Ich weiß, das Kämpfen, das habe ich noch nicht so drauf. Aber ihr verzeiht mir das einfach. Ja, was liegt denn hier? Dodos. Okay. Hebel. Eine Glühbirne mit Flügeln. Das ist ja mal nice. Die tun mir bestimmt nichts, oder? Die kleinen. Die abschießen. Komm her. Für dir nix. Ist wieder zu heiß, die... Nee, okay, kann man nicht abschießen. Kriegt man folglich auch so... Oh, ich kann wieder nicht sprechen. Ist wieder soweit. Kriegt man folglich auch... Ah, man wird geheilt in den Dingern. Ah, jetzt verstehe ich den Sinn. Jetzt verstehe ich den Sinn. Einmal klein machen. Alice, komm. Bleibt sie wieder hängen an irgendwas? So, Alice, was sind die Flaschen eigentlich? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Ich bin mit der ganzen Alice im Wunderland-Geschichte nicht so ganz bewandert. Ich weiß halt noch, die Raupe weiß ich noch, die ja dauernd hier Shisha geraucht hat. Und ich weiß noch,
wenn man den Pilz isst, dann wird man irgendwie wieder groß. Wenn man das Wasser trinkt, dann wird man klein. Also so, ja, fiktionale Sachen halt. Aber ich weiß ja nicht mehr genau. So, Dodo. Der wird hier geröstet. Auch schön. Vielleicht wieder ein bisschen Pfeffer. Ne, passiert nichts. Okay, schade. Hätten sie schön was einbauen können. Einmal der Herr. Alle werden bedient. Keine Angst. Oh Gott, oh Gott. So, noch ein bisschen das Maschinengewehr abusen. Wow. Nur nicht runterfallen, Alice. Aktivieren. Was ist passiert? Ah, okay, kommt das. Richtig nice auch, die fliegenden Dampfdinger. Wo kommt der Dampf her? Jo, aber. Ups, wieder ein Lag. Ich hoffe, ihr seht die nicht so. Also, ich hoffe, ihr stört das nicht so. Ist halt, wie gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen älter, ne? So, hier kann man auch schön suchen, wenn man klein ist. Würde ich sagen. Ja, perfekt. Oh, oh Gott, oh Gott. Aha. Ja. Warte, ich muss das wieder. Ich muss das wieder in die Steuerung rein. Oh, da habe ich gut Leben verloren. Die mag ich jetzt schon nicht. Kann ich da rein? Jo, volles Leben, ein paar Zähne mehr, aber mehr hat es nicht gebracht hier. Wieder ein paar Dodos. Ja. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich schätze mal hier hoch. Dann, aha, Zahnrad. Und da ist schon der Nächste. Der was will. Sehr gut. Kommt da noch was raus? Boah. Irgendwann kommen bestimmt aus den Viechern nochmal die Wahnsinnstropfen-Dinger raus und dann erschreckt es mich. Ja. Nice. Da kann man nicht rein, ne? Ja, ich versuch's jetzt mal, tut mir leid. Könnt ja mal irgendwann. Oh. Lag. Vor allem mit dem Löffel. Was will er denn mit dem Löffel? Er könnte ja irgendeine anständige Waffe nehmen, ne? Ein Messer oder eine Gabel. Warum Löffel? Tja. Die haben wieder 200 Zähne, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man die eigentlich investiert hat damals. Waffen, vielleicht hier so? Aha. Ah, ja, gut. Ah, muss man noch ein bisschen warten. Man kriegt wahrscheinlich auch mehr Waffen. Nicht genug Zähne, ja. Gut. Dann brauchen wir Zähne. Zähne. Aber Leute, wie es weitergeht und ob ich in der nächsten Folge genug Zähne habe für das Upgrade, das seht ihr, wenn ihr wieder einschaltet. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Drückt den Like-Knopf so richtig schön durch, damit er richtig blau wird. Ja, und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Alice Madness Returns. Tschüss.